hat Lebensfreude und den Mut nie verloren und sagt selbst, ich habe mehr dazu gewonnen, wie verloren. Andy, ich danke, dass du da bist und du bist für uns Motivation und du darfst zu jedem Konzert, was wir machen, dazukommen, ja? Du kommst nicht zur Ruhe.
lass deine Schuhe und rennst in die Nacht hinaus, als wär's eine Schatztruhe. Nimm dich nicht auf, selbst wenn das alle tun, nimm dich nicht auf, denn es hilft alles nicht, wenn du dich dann nicht glaubst, deiner Träume beraubst, werde ich die Wahrheit taus, die du nicht brauchst. Boah, Michaela, was haben wir schon alles erlebt? Ich warte mal auf die Berliner, weil ich finde, wir kennen die jetzt alle, was heißt so lange? 3 Jahre ist lange, aber eben nicht zu lange. Aber dieses immer wieder beeindruckend sein, ob Probe, ob wenn wir sie so erleben, nicht nur Alina, ist immer wieder schwer beeindruckend. Besonders dieser Titel passt ja nicht nur zu uns, sondern ganz besonders zu Alina. Und da war ich jetzt so gerade. Kann ich verstehen, ja? Ja, das verstehe ich. All dem, was wir so erlebt haben, da war ja eine Menge dabei. Wir fahren ja mittlerweile mit dem Bus Backstage, 30 Leute, da überlegen sich manche Menschen, uns einzuladen, weil wir halt so viele sind. Eine ganz tolle, wichtige oder witzige Geschichte war halt die Carmen-Nebel-Show in Berlin, wo wir Hanna vergessen haben im Hotel. Einer der schlimmsten Augenblicke meines Lebens, dass wir im Bus saßen, super fröhlich, jetzt geht's ab zu Carmen Nebel, gleich kommt die Show und irgendeiner so ganz schüchtern, wo ist eigentlich Hanna? Da war die eingeschlafen im Hotel und weil man Hanna eben schon mal, sie ist eben nicht laut und hi, hier bin ich, sondern sie ist ja dann schon mal etwas ruhiger, irgendwie haben wir die... Etwas. Aber nichtsdestotrotz, die... Kerstin hat sich in ein Taxi geschwungen, du bist sogar mit der Fahrerin oder dem Fahrer von Vicky Leandros. Ja. Gefahren. Vicky, danke. Ja, und dann hatten wir die Geschichte mit Christian, Fisch gegessen. Er wurde so rot, dass ich dachte, der Katastrophenschutz muss kommen. Im Hotel habe ich gedacht, ich muss meine Chefin anrufen, wegen der Mittel oder wie wir es einstellen müssen. Und dann hat das aber doch noch funktioniert. Wir haben Christian schon in den Bus hochgeschleppt auf den Nacken und wieder runter und wir haben also eine Menge erlebt. Ich glaube, der hat dann auch ganz trocken danach gesagt, also den Fisch esse ich nicht mehr. Ja. Dann gab es halt die vielen verschiedenen tollen Auftritte, Lack und Lena, Heavy Metal, über Carmen Nebel und wunderbare Akustikauftritte. Und ja, also eine gewisse Unvielfältigkeit kann man uns definitiv nicht vorwerfen. Nein. Wir haben tolle musikalische Freunde, die da hinten sitzen, die Undercover Crew, mit denen wir mittlerweile jetzt gute Freunde sind. Die waren Gast bei uns im Hotelkonzert und haben die Kinder jetzt zum 1.11. eingeladen. Wohl ein großes Highlight dieses Jahr, weil in der Dortmunder Westfalenhalle, da werden hoffentlich einige tausend Menschen kommen. Das wird sicherlich ein Highlight, was meint ihr? Zu vergessen, dass wir ja auch nächstes Jahr in dieser wunderschönen Stadt Wuppertal, meiner Heimatstadt, auftreten. Am 9. Mai, Tag der Menschen mit Behinderung, auch da zwei unserer guten Freunde, die uns eingeladen haben, auch heute hier. Vielen, vielen Dank, dass ihr den Weg gefunden habt. Wunderbar eingeladen zum ersten Mal im Düsseldorfer Landtag. Richtig, aber die Frau Merkel, die konnte heute nicht. Macht nichts. Selber schuld. Also wir kommen gut rum und wir sind schön unterwegs, was dann ja wiederum unser Luxus ist, weil wir somit halt Kinder aufspringen lassen können, die zu uns kommen, die mitkommen, was der Sinn des Projektes ist. Und wenn es Proben sind, ob sie ein- bis fünfmal da sind, ob sie bei uns bleiben. Wichtig ist einfach nur, dass sie in den Kern mit reinkommen und wir jederzeit diese Kinder, so wie Jackie, mitnehmen können auf Tournee. Genau, aber mir war es eben auch nochmal ein besonderes Anliegen. Heute stehen immer, oder bei diesen Aufführungen, bei diesen Konzerten sind immer welche, die ein kleines bisschen mehr im Rampenlicht stehen als die anderen.
Aber trotzdem sagt das überhaupt nichts darüber aus, was für eine unglaublich tolle Gemeinschaft diese Fighting Spirits sind. Und jeder Einzelne, wirklich jeder Einzelne, Hanna, Marina, Nadine, Rebecca, Till, Christine, tut mir leid, wenn ich euch jetzt wirklich nicht alle aufzähle, Robin, wenn ich euch alle so sehe, ihr seid so großartig, ihr seid so einzigartig und jeder von euch hat eben auch Talente und ich verspreche euch oder wir sind uns einig, dass sich da sicherlich auch nochmal wieder neue Dinge ergeben und dann so ein Programm, wo dann vielleicht auch mal der eine oder andere dann auch nach vorne kommt. Aber wie gesagt, diese Gemeinschaft, die es hier gibt und die ihr hoffentlich so ein bisschen gefühlt habt, was wir immer sagen, feel the spirit, oder wo wir euch so ein bisschen haben begeistern können, das ist dieses Besondere an diesem Projekt und was mich eben, wenn ich ja auch die Ehre habe, für dieses Projekt zu arbeiten. Und ich denke, da spreche ich stellvertretend für meine Kolleginnen Alex und Kerstin. Wir sind so unglaublich bereichert von dieser Sache, dass jegliche Arbeit uns definitiv nicht zu viel ist, sondern wir bekommen viel mehr raus, als wir je reinstecken könnten. Und jetzt in diesem Abend haben wir reingesteckt. Ich denke, wenn Kinder Kinder binden, wenn Kinder Kinder motivieren, mit dem Medium Musik so wie hier, wir sind nicht ein einzigartiges Projekt, aber wir sind ein besonderes Projekt und wir haben viel Gold in diesem Projekt, weil Kinder es schaffen, Kinder zu motivieren. Und das heißt, zu sagen, zu zeigen, hey, wenn du, in welcher Situation du auch bist, wenn es dir schlecht geht oder wie auch immer, du kannst aufstehen, es geht weiter und wenn nicht, dann nimm unsere Hand und komm zu uns. Das ist Gold, finde ich, und das ist mir hier, da steckt mein ganzes Herz in diesem Projekt. Yeah!